Guten Abend, will mich kurz vorstellen, Gabriel Platt, gerade aus Berlin hergezogen. Ich habe in Berlin beim Weiß Magazine als Head of Online gearbeitet, danach in der Unternehmensberatung für Innovationsmanagement. Die Awesome Foundation ist eine Geschichte, die aus Amerika kommt. Das ist eine Art Crowdfunding, es ist eigentlich eher ein Crowdchen-Funding, weil es treffen sich 10 Leute, die gemeinsam 100 Euro, also in dem Fall 100 Euro, in den Pott werfen. Dann gibt es einen Prozess auf der Webseite awesomefoundation.org, wie man sich da eben dafür anmeldet. Ganz kurz, ganz textlich, kein Businessplan, keine Finanzen, einfach nur, was eine geile Idee ist. Gibt es mittlerweile in 11 Ländern mit 171 Niederlassungen. Mittlerweile bis 2012, glaube ich, jetzt 1 Million schon rausgegeben worden. Und wie gewinne ich? Sollten natürlich Sustainable-Geschichten sein, offene Standards, große Reichweite. Hier ein paar Beispiele. Ein Beispiel war dieses Light-Tagging, da wurde so ein Lastenfahrrad gebaut mit einem Beamer drauf. Und andere Technik, so dass man in der Nacht Graffiti malen kann in der Stadt und andere Leute da eben dabei stehen können, Bier trinken können und so weiter bei irgendwelchen Events. Die nächste Geschichte war eine soziale Sache in Amerika. Da wurden alle möglichen Blogger gebeten, irgendwas Abgefahrenes zu machen und das Ganze in Schulkleidung, so dass dann über die Awareness Geld gesammelt werden konnte, damit Kinder oder vor allem Mädchen in Sierra Leone in die Schule gehen können. Hat 150.000 Dollar gebracht. Das ist auch eine schöne Geschichte. Das beruht auf dieser Geschichte, als die BP-Ölplattform in die Luft gegangen ist. Da gab es Verschmutzungen eben in dem Delta, das wurde aber von den Satelliten von Google nicht hochauflösend aufgenommen. So hat dieser Herr ein Balloon-Mapping-Kit gebaut für wenig Geld, auf das man oder unten dran seine Digitalkamera hängen konnte und dann eine sehr genaue Auflösung eben von dieser Verschmutzung bekommen konnte. Das hat Google jetzt übernommen und das gibt es jetzt auch bei Google Maps, also das kann jetzt jeder machen. Weltweit in Afrika wird es sehr viel genutzt, zum Beispiel aktuell um Maps von Minengeländen aufzuzeigen. Gibt es jetzt in Nürnberg auch mit Markus und Stefan und noch ein paar. Im Laufe der Woche sollte die Eingabemaske für Nürnberg auch freigeschalten werden und dann hoffe ich auf schöne Bewerbungen.